Hallo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Herr und herzlich willkommen zum neuen Video. Der zweite Flügel von The Frozen Throne ist raus. Ich habe es nicht weggeklickt diesmal. The Upper Reaches are now open in Ice Crown. Ich wollte eigentlich auf Asien den Flügel jetzt machen, jetzt um Mitternacht. Aber anscheinend ist er schon auf EU auch draußen. Also wir haben jetzt sozusagen Freitag. Ich dachte, das wäre wie bei der Expansion sozusagen gewesen, dass es um 5 oder 3 Uhr kommt. Und so lange wollte ich nicht warten. So. Aber es ist da auf EU und wir werden das jetzt anspielen und durchspielen hoffentlich. Hab direkt eine Nachricht bekommen, dass es nicht schwer sein soll, aber werden wir dann jetzt auch zusammen sehen, hoffe ich mal. Ein Pack müssen wir wieder kriegen und ja, Ice Crown, drei Bosse, einer weniger als letztes Mal, das heißt eventuell ein kürzeres Video. Ich hoffe, ich muss nicht viel schneiden, aber ja, ein Pack. Ja, okay. Was hat die für eine Hero Power? Lifesteal, Deal 3 Damage. Ich denke mal, ich nehme mir so ein normales Deck. Ist jetzt die Frage. Lifesteal, Deal 3 Damage ist schon hart. Das heißt, wir müssen auf Control gehen, denke ich mal. Ist jetzt die Frage. Was ich nehme. Demon Handlock. Ich nehme mal das Deck. Mal gucken. Innenkeeper habe ich jetzt vergessen anzumachen. Irgendwas hat auf dem Board. Toilet Rail kann ich eigentlich behalten. Was ist das? Ich denke mal, das wird unsere Arbeit erleichtern. Aber sehen wir jetzt. Okay, einfach nur die Zähne auf dem Board, ohne Sinn. Habe ich jetzt nicht verstanden. Turn a hero into a vampire. Das Vampires oder was? Nee. Okay, ich habe es jetzt nicht verstanden. Das heißt, Handlock bringt nichts, weil ich jetzt nicht mehr tappen kann. Weiß ich ja nicht. Ich meine, so bin kein Hellseher. Ja. Kann ich direkt das Deck wechseln, so. Vielleicht hätte ich auch mit dem Deck geschafft, aber ja. Custom. Ja, ich mache mal hier Paladin. Vielleicht klappt es mit Paladin besser. Aber warum soll ich jetzt mit Handlock weiterspielen, wenn ich nicht tappen kann? So, hier habe ich halt eine Hero Power. Ja, okay, ich habe meine Dinge, diese Ein-Mana-Dudes, die ändern die Hero Power. Das ist Kacke. Aber wenn ich die zuerst spiele, dann ist das ja okay. Also ich spiele die zuerst, ändere meine Hero Power und danach ändert der die wieder. So. Da müsste alles easy sein. Na ganz schön nächste Runde. Ja, den buffen. Okay. Mein Hero ist jetzt ein Vampire. Der macht wieder denselben Zug wie eben. Ich kann den buffen traden. Lich King. Oh, Camp. Oh, Event. Ja, jetzt kann er Dingens live stehlen, aber okay. Zwei Mana. Ich weiß nicht, was diese 010er hier machen. Theoretisch gesehen könnte ich mit dem Priester spielen, die klauen danach, ne? Helf und bla bla bla, ihr wisst, was ich meine.
Ach so. You must use this. Das heißt, ich muss das dann auch auf die Gegner machen im schlimmsten Fall. Deswegen sind die hier, okay. Nee, aber im Priester könnte man theoretisch klauen. Inner Fire, dann 10 Damage. Easy. Ich kann auch meine Hero Power wieder ändern. Aber ja, ich kann das auch so machen. Und so. Ja, wow. Ist jetzt nicht so schwer. Keine Ahnung. Corruption. Ja, Sunkeeper kann ich vergessen. Aber ich habe eh wie so Liefel. Ist das jetzt ein Vampir, aber gleichzeitig noch ein Moloch? Ja. Das Deck tue ich auf jeden Fall in die Beschreibung. Aber ich denke, man kann das mit jedem Deck machen. Na ja. Ach ja, wie ihr seht, ich streame wieder. Diese Stream-Dinger sind im Video jetzt. Aber ich lasse sie drinnen so, um ein bisschen meinen Stream zu supporten. Also, folgt meinem Stream, dann werdet ihr auch da oben erscheinen. Vielleicht sind jetzt Leute aus dem Stream, die mein... Leute aus dem Video von letztem Mal, die meinen Stream gefolgt haben, finden sich jetzt da oben wieder, kann sein. Und ich habe jetzt einen Abo-Button. Danke für dein Abo nochmal, ein Fischi, erster Abonnent. Erkennt diesen, der ist jetzt Full-Member bei Team Serdo. Wenn ihr auch Full-Member sein wollt und mich so supporten wollt, dann geht das ganz einfach. Einfach über einen Sub. Oder halt über einen Free-Sub, den ihr über Amazon Prime kriegt. All Secrets kostet 0. Okay. Dann machen wir das mal. Dass wir einfach ein Secret Deck machen. Welche Klasse hat die teuersten Secrets? Das wäre dann die Klasse vom Mage. Die Mage-Klasse. Aber ich finde das spannender, wenn wir mit dem Druiden spielen. Warum? Druiden, was rede ich da? Hunter. Weil wir hier halt diese neue Karte haben. Wenn ich jetzt hier Secret eingebe, dann kann ich so machen. Flair halt um die gegnerischen Secrets. Ja doch, das müsste besser sein, glaube ich. Ich mache alle Secrets mit. Ja, okay, jetzt nicht alle, aber die besten. Ich tue erstmal hier so mal rein. Das ist auch gut. Cloaked Huntress Potion, die ist halt gut. After you play Secrets, put a random Secret. Also kann man einfach eins dazu. Eat of Secrets, das und das. So. Das ist schon mal was. Und da müssen wir jetzt noch gucken, dass wir irgendwie gutes Early Game haben. Aber ich sag mal so, wenn wir die im ersten Zug haben, dann haben nur Secrets, haben wir schon gewonnen. Da haben wir da ein bisschen Draw. Ja, die Waffe habe ich auch drin, Eagle Longbow. Ist jetzt die Frage, after your opponent give a random Minion in your hand, ist nicht so gut, weil wir nicht so viele Minions haben. Ach, einmal könnte ich das trotzdem vielleicht spielen. Smuggler's Kacke. Venom Strap kann man auch einmal spielen. Snake Trap. Ja, ich lasse das mal alles drinne. Machen wir jetzt einfach so ein Random Deck, dann nehme ich die mit rein. Könnt die Grandmother und hier Vordrop nehme ich mal hier noch einfach den Infested Wolf mit. So. Ja, einfach mal testen. Also schief kann es nicht laufen. Ich meine, wir haben Secret Fresser drinne. Vielleicht ist sein Gegner auch ein Secret Fresser oder hat Karten, die Secrets fressen. Aber diesmal müsste das Deck angezeigt werden. Ach, Emo ist ja auch angezeigt, klar, weil wir einmal das Deck gewechselt haben. Cool, sorry, Bro. Tyrion ist natürlich nicht drinne. So, Avian Watcher ist die letzte Karte. Aber ja. Den Professor behalte ich nicht. Jetzt aber halt. Gut. Guter Vordrop. Der hat 4-3-4, oder? 4 Mana 3-4 Stats, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Der hat 4 Rüstung. Das ist recht hart. Der spielt jetzt ein Secret, schätze ich mal. Und dann proppt unser Secret direkt. Das ist eine super Sache. Oh, der haut auf Kacke. Aber der bufft halt unsere Frau. Wo weiß er, das Video aufnehmen? Na, kann er sich denken. Okay. Hero Power. Ja,
Ja, Dina werde ich jetzt nicht angreifen. Aber warte mal, was ist das? Warum hatte ich diese? Ach ja. Gibt's Secrets, die ausgewandert sind? Also in. Oh, scheiße. Was trade ich so? Habe ich jetzt natürlich vergessen. Dass ich den. Ja. Gibt's Secrets? What the fuck? Gibt es Secrets, die ausgewandert sind? Also mit ausgewandert meine ich. All weapons cost one. In den anderen Modus rein. Wie heißt der Modus nochmal? Ins Wild Mode. Die kann ich dann eventuell spielen. Hab die sozusagen nicht betrachtet. Ja, das Ding ist einfach, dass die Hero Power sich ändert. Woher soll ich das wissen? Ich bin kein Heiliger, also. 5-4 hat er, so. Ja, natürlich ist das jetzt Kacke, so. Was soll ich machen? Ja, Restart. So, ich mache jetzt mal einen Skip. Ihr habt jetzt nur das erste Game gesehen. Ich habe beim zweiten zu lange gebraucht. So, ich zeige euch jetzt nochmal das Deck. Ich habe es oft verändert, aber das ist jetzt das endgültige Deck. Smuggler's Kate. Ich weiß nicht, warum die Karte drin ist, aber ich tue mal noch eine zweite Kesan Mystic rein. Kesan. Also das ist jetzt sozusagen ein Dingens Deck. Hä? Also. So ein Deck. Okay. Oh, der hat das Longbow. Ist auch sick. Weil die Hero Power, die Hero Power macht auch Dingens günstiger. Die macht erstmal die Secrets auf 0, danach Weapon und danach your cast costs 5. After your Hero Attacks haben eine Tutu Piranha, ist jetzt nicht so gut, aber Gladiators Longbow könnte ich einmal rein tun. Ja, ist so an sich das Deck jetzt okay. Ja. Also guckt euch das Deck an, ich werde es auch in die Beschreibung tun. So gut ist das Deck jetzt nicht, aber ich habe auch nicht die Nerven irgendwie nachzudenken. Ich habe es schon oft genug versucht. Und Passiv All Secrets kostet 0, aber das ändert sich dann später. Plus der kriegt einen Diener. Ja. Und wenn ich das jetzt alles reinpacke, vielleicht packe ich das erste Game rein. Das erste Game werdet ihr gesehen haben. Okay. Aber mehr auch nicht, weil das war halt einfach zu viel Videomaterial. Ich werde es auf jeden Fall so oft skippen, bis ich Secret Keeper auf die Starthand kriege. Weil die einfach so die Keykarte ist. Mäßig. Ja, Secret Keeper, aber ohne Secrets. Aber der Gegner spielt ja Secrets, deswegen ist das okay. Also ich bin Secret Keeper. Der Gegner spielt die Secret, die wird gebufft, danach flaren die seine Secrets weg. Das ist eine gute Taktik. Secret Buff. Buff. Flare wird getriggert, glaube ich, wenn ich das spiele. Deswegen fuck ich mich jetzt auch ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob ich ihn traden soll. Und den habe ich drin, weil später werden die Karten auf 5 gehen oder halt die Hero Power ändert sich, danach kann ich wieder für 0 spielen. Aber ich habe meine legendäre Karte, die neue da mit den Secrets rausgetan, weil die hat nicht viel gebracht. Die ist Turn 5 erst spielbar. Das bringt nicht. Ich trade den hier auf jeden Fall. Und so. Und ich habe gehört, dass man beim letzten OTK-Deck spielen muss. Da werde ich das Deck von letztes Mal spielen. Alles easy. Ja, ich trade jetzt auf jeden Fall. So gut lief das bis jetzt noch gar nicht. Aber mal schauen, jetzt ändert er das wahrscheinlich. Ich klaue mir dann sein Secret. Ja, erst klauen, danach das Spiel. Ich weiß nicht, bei...
Irgendwann. Was ist das jetzt? Bei irgendeinem Turn ändert sich das. Und er spielt einen Diener. Aber ich weiß nicht, welches das war. Vielleicht müsste ich auch Dingens spielen. Mage Deck. Aber ich wollte das hier so gerne mit diesem Deck hier machen, deswegen. Ja, ist okay. Jetzt ändert er das. Den muss ich direkt traden. Ich trade den mal hier mit. So. Sick. Hat er nochmal 15 Rüstung gerade bekommen? Oder nicht? Okay, das ist Kacke. Ja, ich kann einfach hier mitmachen. Was ist das? Okay, das kann sein, dass der nächste Runde angreift. Das wäre natürlich ultra sick, wenn er angreift. Dann geht er wieder zurück auf die Hand. Okay, das ist gut. Plus ich krieg eine Charge. Heroes. Ach, Weapon costs 1. Oh, das ist krass. Gladiator's Longbow für 1. Okay, das ist natürlich jetzt Kacke. Aber alle sterben ja jetzt nicht. Ich bin stehen. Und was hole ich mir? Wind Fury. Push das aufs Board. Ah, jetzt holt er noch was Neues, okay. Fuck, ich hätte das anders machen müssen. Ich habe den voll vergessen. Ich hätte den so traden können, theoretisch. Aber ist auch egal. Was kriegt er? Lord Jaden, ist okay. Explosive Strap. Avian Watcher. So. Den trade ich so. Okay, wir haben es geschafft. Ich sag ehrlich, das ist kein einfacher Gegner. Also okay, wir haben es nicht geschafft. Sorry. Ich nehme alles zurück. Das war kein einfacher Gegner. Aber okay, sick. Wir haben es geschafft. Das war kein einfacher Gegner. Ich packe das Deck in die Beschreibung. Ja. Aber wenn ihr ein Mage Deck nimmt, ist das Spiel wahrscheinlich ein bisschen einfacher, also der Gegner. Lasst eurer Fantasie einfach freien Lauf. Also macht's nicht, nehmt kein Deck aus der Beschreibung von mir. Nehmt einfach ein Deck, was euch selber gefällt oder entwickelt ein eigenes, wie ich jetzt. Wird auf jeden Fall klappen und man challenge sich halt, dann kann man das Deck halt umstellen. Ist jetzt kein Dingensspiel. Kein Ranked oder so, wo man halt netdeckt meistens. OTK Priest nehme ich halt aus dem letzten Video. So. Das ist das Deck aus dem letzten Video. Ich übernehme es jetzt 1 zu 1 so. Keine Ahnung, wie das jetzt diesmal sein wird. Mal schauen. Add 20 Health. Transform all enemy minions into blocks of ice. Okay. Das heißt, man muss den OTK'en. Ja. So, was sind das? Sind das die sogenannten Blocks of Ice oder was? Syndragosa. Auch wenn ich 20 Helfer habe.
Keine Ahnung. Als seine Hero Power deswegen. Scheiße. Whenever your opponents cast spell gain 2-2, what? Ich kill ihn einfach direkt. Aha, der ist trotzdem schon, weil er 4 Attack hat. Was hat er gerade gesagt? Ja, ist klar, okay. Ja, ich werde den hochballern. Aber vorher muss ich halt... Ja, wie viele Drachen hat der? Das zählt nicht als Drache hier. Jetzt heal ich mich erstmal. So, das ist gut. Als Deck ist auf jeden Fall gut so. Vom Heal-Faktor. Und halt OTK gleichzeitig mit der. Wie beim letzten Mal habe ich halt gut gezogen, aber dafür habe ich halt beim letzten sehr lang gebraucht. Hm. So. Das ist das. Wir müssen jetzt ziehen, deswegen. Ja, ich werde es nicht übertreiben. Wenn er den Diener killt, dann habe ich die Arschkarte. Ich brauche jetzt nur noch Inner Fire. Hätte ich das schon letzte Runde machen können? Bin ich blöd? Okay. Ich brauche Inner Fire. Ich habe die zweimal im Deck. Ich habe auch Shadow Visions. Sogar nur einmal, scheiße. Einer verlief. Ah ne, überrascht er mich jetzt oder was? Bitte nicht. Okay, der war jetzt recht easy. Das Deck tue ich auch in die Beschreibung. Alles cool. Ja, das wär's dann halt. Der Zeit hat echt lang gedauert. Macht euch am besten so eigene Decks. Macht echt viel Spaß so. Macht mehr Spaß, sage ich mal so. Aber ja, das. Aber ja, das Pack können wir zusammen öffnen. Ich hoffe, diese Anzeigen haben euch nicht zu sehr genervt. Folgt mir auf Twitch, dann könnt ihr halt selber euren Namen dort finden. Demnächst. Oder abonniert mich, dann findet ihr euren Namen oben rechts. Ja, das ist das Pack. Und das wäre es eigentlich. Das Video, womit ich Legend mache, wird dann, wenn ich Legend auch gemacht habe, die Tage auch kommen. Zwischendurch kommt dann halt immer so ein Pack-Opening-Video, beziehungsweise ein Unboxing-Video von den Figuren. Ich hoffe, die gefallen euch auch. Wenn nicht, dann guckt sie euch nicht an, was soll ich machen. Das war's aber. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Die Länge tut mir leid, aber ich hoffe, ich kann das ein bisschen schneiden. Abonniert mich, schaltet die Glocke an, wenn ich euch gefalle. Folgt meinem Stream. Abonniert mich hier über mir, seht ihr die ganzen Links. Also wenn ihr wollt, auf Instagram, Twitter, Snapchat. Ich bin überall vorhanden so. Ich bin einer aus der neuen Generation. Und ja, kommen wir zur Endcard. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Oder irgendwo doch in der Mitte müsst ihr mich abonnieren können. Unten links kommen wir zum neuesten Video. Oben links zum letzten Video und oben rechts zum Video, was für euch zugeschnitten ist. Ich bin Cerdo, ich bin raus. Bleibt gesund, meine Freunde. Ich hab euch alle lieb. Ciao.